Also wir sind eigentlich alle gemeinsam ratlos, wie was unser politisches System jetzt eigentlich die nächsten 20, 30 Jahre machen soll. Also irgendwie die herkömmlichen Arten, damit umzugehen, haben sich einfach totgelaufen. Wir kommen an so einen Nullpunkt. Und gleichzeitig stürmen die Fragen auf uns ein. Ich habe ja keine Ahnung, ob es an diesen Liedern liegt oder an den Werbespots, an den Sprüchen oder an keine Ahnung. Deswegen habe ich mal Martin Lindner angerufen und ihn gefragt, was ist denn eigentlich zurzeit mit dem Bundestagswahlkampf los? Also ich glaube eher, dass es ein Zeichen der Ratlosigkeit ist und ein Zeichen dafür, dass wir uns von den Parteien eben nicht mehr repräsentiert fühlen. Also die denken nicht mehr stellvertretend für uns, sie streiten auch nicht mehr stellvertretend für uns. Das war früher, wie gesagt, auch nicht wirklich hundertprozentig der Fall, aber es hatte mehr miteinander zu tun. Man konnte irgendwie eine Verbindung herstellen. Und irgendwie kann es offenbar derzeit gar keiner mehr, kommt mir vor. Und es gibt ja im Moment extrem viele Baustellen. Also das Interessante ist ja die Diskrepanz zwischen der totalen Langeweile und Nichtexistenz von Wahlkampf und Programm übrigens auch, Programmatik. Und auf der anderen Seite den vielen, vielen völlig ungelösten Fragen, über die wir dringend nachdenken müssten und über die Leute ja auch reden, wenn sie sich treffen. Nur erwartet irgendwie keiner mehr, dass die Parteien dazu etwas beitragen. Das ist schlecht. Also die Parteien müssten dafür sorgen, dass sie diese Diskussion zurückspiegeln können zu den Leuten in einer verdichteten Form. Also ich meine, erstmal muss man klar sagen, dass Wahlkampf ja in den Zeiten, in denen ich mich daran erinnern kann, also seit den ersten, an den ich mich erinnern kann, war 1972 eigentlich, dass die meisten dieser Wahlkämpfe alle nicht besonders spannend waren. Also niemand, den ich kannte, hat die mit angehaltenem Atem verfolgt, den Wahlkampf selbst jetzt. Ne? Es gab die Stopp Strauß und Freiheit statt Sozialismus Kampagnen Ende der 70er Jahre, da hat man noch gestritten über irgendwas. Danach eigentlich nicht mehr. Danach waren das halt immer diese typischen PR-Aktionen und ja, schrödersche Wahlkampftricks noch, daran das kann man sich noch erinnern irgendwie. Also in Wirklichkeit war der Wahlkampf ja nie besonders aufregend, sagt glaube ich auch Hilbert Brandt, wenn das die Deutschen gestern. Es hat ja auch seine Vorteile, ne? So hat er das eben auch gesehen. Er hat gesagt, das ist ein gutes Zeichen, das ist eine eingeführte Demokratie und gepflegte Langeweile ist eigentlich ein solide Zeichen für Solidität, was ich eigentlich bestreiten würde. Also wir sind eigentlich alle gemeinsam ratlos, was unser politisches System jetzt eigentlich die nächsten 20, 30 Jahre machen soll. Es gibt ja dieses Bonmot, das jetzt im Web umläuft, demgemäß es ja nicht um Politikverdrossenheit geht, sondern um Parteiverdrossenheit, also Parteipolitikverdrossenheit. Und da muss man dann auch wieder sagen, die eine Hälfte ist diese übliche populistische Parteienkritik im Sinne von, die tun nichts, fahren mit dem Dienstwagen nach Spanien und diese eher langweiligen und auch ein bisschen dummen Themen. Und die andere Frage ist halt, was müssen die Parteien leisten, damit wir uns von ihnen repräsentiert fühlen würden? Oder warum sind wir gar nicht selber in den Parteien, um uns selber zu repräsentieren? Muss man sich natürlich auch fragen. Was sollten die Parteien überhaupt tun? Also die Parteien sind ja eigentlich eine Verlängerung unserer Gedanken, unserer Überlegungen, wie wir unsere Gesellschaft einrichten können. Und es gibt ja im Moment extrem viele Baustellen. Also das Interessante ist ja die Diskrepanz zwischen der totalen Langeweile und Nichtexistenz von Wahlkampf und Programm übrigens auch, Programmatik. Und auf der anderen Seite den vielen, vielen völlig ungelösten Fragen, über die wir dringend nachdenken müssten und über die Leute ja auch reden, wenn sie sich treffen. Nur erwartet irgendwie keiner mehr, dass die Parteien dazu etwas beitragen. Das ist
schlecht. Also die Parteien müssten dafür sorgen, dass sie diese Diskussion zurückspiegeln können zu den Leuten in einer verdichteten Form. Das schaffen sie nicht. Ob das ihre Schuld ist oder ob es einfach ein Ende einer Kulturform ist, das ist eine andere Frage. Ne? Die Parteien, wie wir sie jetzt haben, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber geredet. Da haben wir von diesem SPD-Ortsverein gesprochen. Ich meine, der ist Durchschnittsalter 63, hast du, glaube ich, gesagt. Also das kommt der Wahrheit relativ nahe. Also ganz unpolemisch gesagt. Das ist die Kultur der 70er Jahre, der 60er Jahre, als es diesen großen politischen Engagementschub gab. Und seitdem hat sich der nicht mehr erneuert in den großen Volksparteien. Und auch die Grünen sind sozusagen auf ihrem eigenen Level festgefroren. Ja, wie ändert man sowas? Ganz einfach. Die amtierenden Politiker sind von gestern. Wählen Sie Lösungen für die Zukunft. Piratenpartei. Klarmachen zum Ändern. Ja, das ist ja interessant, dass man also feststellt, es gibt also eigentlich überhaupt, mir fällt überhaupt kein anderes Thema ein, über das die Leute wirklich streiten, ein Ausschnitt von Leuten wirklich streiten. Das ist tatsächlich diese Piratenpartei-Thematik, wo wirklich eine Art politischer Geist herrscht, also auch mit Parteigründung und mit Überlegen, wo es dann auch programmatisch hin soll. Das ist ja in Wirklichkeit eine ganz verschwindend kleine Gruppe, die das im Moment macht. Aber dort existiert das. Und wenn ich abseits schaue, offline sozusagen, existiert das irgendwie nicht. Das ist interessant. Wobei eben die alten Kommunikationsmittel ja auch schlecht funktionieren. Das ist mir jetzt eigentlich beim Durchdenken auch klar geworden. Also auch das Plakat aufhängen, überhaupt Plakate machen, so wie sie jetzt aussehen. Also im Grunde kann man das ersatzlos streichen weitestgehend. Also welche Funktion haben die Dinge? Was liefern sie den Bürgern? Wie viele Leute ziehen sie auf welche Seite? Welche Argumente transportieren die? Also herzlich wenig. Die Wahlkampfspots im Fernsehen waren ja eigentlich schon seit 20, 30 Jahren Lachnummern. Also es ist auffällig, dass das alles nicht funktioniert und im Web halt auch nicht. Ja. Die Parteien machen natürlich eine Übersetzung in eine Sprache, die dann den öffentlichen Raum füllt. Und solange sie es so machen, wie sie es jetzt tun, mit dieser sozusagen leeren Lehrformelsprache, mit der sie jetzt operieren, verhindert es natürlich, dass man eine andere Sprache stattdessen verwendet. Die Art und Weise, in der sie angesprochen wird. Das Ganze lähmt es natürlich, weil es gibt nur so eine bestimmte Menge an Aufmerksamkeit, die zur Verfügung steht. Und wenn halt 90% der Kanäle mit dieser Nichtsprache gefüllt sind, mit diesen Lehrformeln, dann bleibt halt einfach kein Platz, um sich vernünftige Gedanken zu machen und vernünftige Diskussionen zu führen. Also es ist eine Frage praktisch der Ökonomie der Kanäle. Also insofern haben die Politiker sicher Einfluss darauf und die ganzen traditionellen Kampagnen, die ja dann auch wieder von den Medien auch wieder nach konventionellem Muster einfach in den Resonanzraum geschickt werden und dann halt als auch minder interessante Artikel in der Zeitung wieder auftauchen, zum Beispiel. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist sicher der, dass wir alle nicht wissen, was eigentlich Politik im Moment sein soll. Denn die politische Politik, also als es noch um programmatische Positionen ging oder als man jedenfalls so tat, als sei es so, also in Wirklichkeit eben wie damals Freiheit oder Sozialismus oder ähnliche Zuspitzungen, die ist ja vorbei. Man hat jetzt den Eindruck, es gibt eigentlich nur noch so eine Art Aktenordnerpolitik, die in Wirklichkeit ja nicht von Politikern gemacht wird, sondern von irgendwelchen Staatssekretären, Beamten in Ministerien, die halt überlegen, wie kann man das am besten lösen, und das machen sie entweder handwerklich gut oder nicht so gut. Wir wissen eigentlich nicht, was die Politik überhaupt tun, ist, glaube ich, eines der größeren Probleme, die wir haben. Ich kann jetzt nur spontan antworten aus meiner Perspektive. Also ich habe nicht mal das Gefühl, dass sie furchtbar wütend sind. Also auch die Idee, dass die Leute immer total wütend wären auf die Politiker, trifft jetzt eigentlich nicht das Gefühl, das ich wahrnehme, sondern ich habe eher das Gefühl, sie sind ratlos. Sie gestehen wahrscheinlich sogar den Politikern selber Ratlosigkeit zu. Also wir sind eigentlich alle gemeinsam ratlos, was unser politisches System jetzt eigentlich die nächsten 20, 30 Jahre machen soll. Also ich glaube eher, dass es ein Zeichen der Ratlosigkeit ist und ein Zeichen dafür, dass wir uns von den Parteien eben nicht mehr repräsentiert fühlen. Also die denken nicht mehr stellvertretend für uns, sie streiten auch nicht mehr stellvertretend für uns. Das war früher
wie gesagt, auch nicht wirklich hundertprozentig der Fall, aber es hatte mehr miteinander zu tun. Man konnte irgendwie eine Verbindung herstellen. Und irgendwie kann es offenbar derzeit gar keiner mehr, kommt mir vor.